Seit fast 2 Jahren heißt es, Maske tragen und Abstand halten. So können sich Menschen vor einer Corona-Ansteckung schützen. Im besten Fall sogar Leben retten. Leben retten kann aber auch ganz anders gehen, zum Beispiel durch eine Blutspende. Allein in Berlin und Brandenburg werden jeden Tag rund 600 Blutspenden benötigt. In Cottbus ist die aktuelle Versorgungssituation einigermaßen stabil. Durch die sich stets ändernde Corona-Lage kann die aber auch schnell kippen. Kerstin Schweiger vom DRK Blutspendedienst Nordost hat deshalb eine große Bitte. Alle, die gesund sind, über die kommenden Wochen bitte das Thema Blutspende im Fokus behalten. Alle Terminfenster ausschöpfen. Das geht ganz einfach online mit unserem Terminreservierungssystem. Damit eben auch alle Patienten, die, sage ich mal, eine Organtransplantation hatten, die in einer Krebsbehandlung sind, aber auch Patienten, die einen schweren Covid-19-Verlauf haben, möglicherweise an einer ECMO-Maschine angeschlossen sind, auch die benötigen Blutpräparate und dass hier keine Lücken entstehen. Einer, der sich das Thema Blutspenden auf die Fahne geschrieben hat, ist Erik Siegmund. Erik ist Blutspender und geht auf die Theodor-Fontane-Schule in Sandow. Gemeinsam mit anderen aus seiner Jahrgangsstufe organisiert er gerade eine Blutspendeaktion in Kooperation mit der DRK. Ich fand, das ist eine wunderbare Sache. Wir können Menschen helfen. Es ist halt sozial für alle wirklich gut da. Und so wollte ich halt den Abi-Jahrgang dazu überreden. Die Aufgabenliste ist lang. Termine abstimmen, Absprachen mit der Schulleitung treffen oder die passenden Räumlichkeiten finden. Hat auch mit den Terminbuchungen anfangs so ein bisschen gestockt. Aber da habe ich dann ein bisschen noch aufgeklärt und falls Fragen waren, war ich halt da, weil ich halt das nur durch das Blutspenden weiß halt alles. Und ich glaube eigentlich mittlerweile ist das sehr gut angekommen und wir haben ja auch schon einige Termine dann noch ausgebucht. An der Theodor-Fontane gab es bereits in den Vorjahren schon Blutspendeaktionen. Eriks Ziel ist es, den Spenden-Highscore noch weiter nach oben zu treiben. Wir haben 64 Termine und davon sind aktuell 55 ausgebucht. Mein Ziel ist es, die 64 zu schaffen, weil damit würden wir dann den Rekord auch knacken. Und ja, das wäre sehr wünschenswert. Eingeladen sind alle volljährigen Schülerinnen und Schüler. Lehrkräfte und Eltern sowie Verwandte und Bekannte. Aber auch sonst ist jeder und jede willkommen. Für den DRK Blutspendedienst sind solche Vor-Ort-Aktionen ein echter Zugewinn. Also natürlich ist es so, dass gerade bei so einem Termin, wo die Schüler selbst die Organisatoren sind, auch eine große Resonanz aus dem eigenen Umfeld kommt. Das ist ganz toll. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler, die volljährig sind, sind ja zuallermeist selbst dann auch Erstspenderinnen und Erstspender. Und wenn dann sozusagen aus dem Umfeld, aus dem Freundeskreis, aus der Familie auch Menschen denken, ach, das ist die Gelegenheit, ich gehe mit meinem Sohn, meiner Tochter, meinem Enkel, meiner Cousine, wem auch immer, meiner Schwester, meinem Bruder zur Blutspende zusammen, dann ist es ein besonderes Erlebnis und bleibt auch meist nachhaltig in Erinnerung. Gespendet werden kann am 26. Januar von 15 bis 19 Uhr direkt in der Fontane-Schule. Auf dem gesamten Schulgelände gilt 3G. Die Termine für die Spenden sind vorrangig online zu buchen.